Es geht wieder los, die F1 24 Mega Season. Ja Leute, die Formel 1 hat endlich wieder begonnen und wir auch. Wir starten hier rein in unsere F1 24 Mega Season. Bereit, steht an, abonniert gern kostenlos den Channel, dass ihr nichts mehr verpasst. 5,4 Kilometer. Wir werden genau wie die Formel 1, ja, den kompletten Kalender fahren. Anfangs noch in F1 23, dann natürlich auch ab Juni in F1 24. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei und wir starten natürlich rein hier untertags. Ich werde mit Charles Leclerc die erste Season-Hälfte reingehen und in der zweiten Season-Hälfte bzw. ab Juni, Juli werden wir uns dann einen neuen Fahrer suchen. Ja Leute, rein. Wir werden natürlich auch auf alles blicken, was gestern im Training passiert ist, meine Predictions für das heutige Qualifying und natürlich gibt es auch das Qualifying für unsere Mega-Season jetzt natürlich dann auch noch im Anschluss, aber mal zurück hier ins Geschehen. Ja, ich freue mich extrem. Charles Leclerc ist natürlich auch ein underrateder Fahrer, muss man sagen. Er hat natürlich zu oft Fehler gemacht, die ihn dann schlussendlich 2022 komplett aus dem WM-Kampf ja verabschiedet hat. Ich glaube, spätestens nach Frankreich war es dann ehrlich gesagt vorbei. Die Ehre bzw. auch, ich glaube, das Ego ein bisschen war angeknackst. Und er konnte dann kaum mehr mit der Konkurrenz mithalten. Wir gehen hier runter. Eine sehr schwierige Kombination. Turn 9 und 10. Echt extrem schwierig. Der Exit sehr wichtig. Und ja, die Strecke an sich ist clean, top und macht doch richtig, richtig viel Spaß. Man hat vieles geändert, aber natürlich vor allem 2014 den Wechsel von den von Tagrennen zu einem Nachtrennen. Natürlich auch den Temperaturen geschuldet, aber auch der Umgebung. Es ist eine kahle Dreckwüste, muss man sagen. Und ja, da hast du halt nicht viel, was spektakulär rundherum ist. Wenn du ein paar Scheinwerfer aufstellst und keine Ahnung, ein bisschen Neonlicht und so, hast du schon ja mit wenig Aufwand sehr, sehr viel Action. Jetzt aus der letzten Kurve raus hier, die Runde war okay. Wir waren jetzt nicht absolut schnell. Falls ihr eine detaillierte Ansicht sehen wollt zum Grand Prix, zu dieser Strecke hier, schaut unbedingt gerne auch auf dem Kanal vorbei. Ich habe auch oben rechts meine Hotlap verlinkt. Die sind wir mit dem Red Bull gefahren. Ja, das Rennstrategieprogramm ist mal vorbei. Und wir werden uns natürlich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigen, was alles am ersten Trainingstag nach der Winterpause los war. Wir wissen natürlich, Bahrain war auch der Austragungsort der Wintertests. Aber auf die werden wir jetzt nicht mehr so genau blicken. Denn es wird viel wichtiger sein, ja, was alles gestern passiert ist. Und da gab es ein erstes Mal. Ja, und zuerst mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen. Wir blicken auf das Training. Und am zweiten Training, Tag, also am ersten Trainingstag Ende, nach dem zweiten freien Training, gab es das erste Mal eine Riesenüberraschung. Es waren beide Mercedes auf 1 und 2, Hamilton vor Russell. Und der nächste Verfolger war auf dem vierten Platz mit Max Verstappen. Was ist da nur los gewesen? Könnte man sich theoretisch die Frage stellen. Natürlich haben die nicht aufgedreht und das ist mir auch klar. Ich würde mal sagen, im heutigen Qualifying ist auch, ja, wie in, ich glaube, in 90% der letztjährigen Rennen Max Verstappen der ganz, ganz große Favorit. Ihre Race Pace bzw. ihre Long Runs waren extrem stark. Also wirklich, die waren um Welten schneller von allen anderen Teams. Und ich glaube auch, dass bei Ferrari noch nicht alle Karten aufgedeckt hat. Ich bin sehr gespannt am Ende von unserem Qualifying. Hier gibt es auch meine Prediction. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, ja, es gab auch eine diskussionswürdige Sache von Valtteri Bottas. Der hat nämlich beim Rausfahren der Box gab es eine Rotphase. Also man durfte nicht aus der Box rausfahren. Und der ist ein bisschen zu weit hier rechts gefahren. Aber konnte das alles nochmal gut machen. Wir gehen jetzt hier, also es gab nur eine Verwarnung für den Finnen. Wir gehen jetzt hier noch einmal rein in unser Qualifying Bahrain und es ist mittlerweile Nacht geworden. 5,4 Kilometer, 15 Kurven, 3 DRS-Zonen, eine Top-Strecke, die wirklich mit jeder Runde mehr Spaß macht und vor allem auch nie langweilig wird, weil man hat hier einfach alles. Man hat lange Geraden, schnelle Kurven, langsame Kurven, Linkskurven, Rechtskurven, ich glaube es sind 6 links und 9 rechts. Und es ist generell eine sehr, sehr geniale Strecke. Wir sind jetzt hier in der Ferrari-Box. Ich werde versuchen, mal den ersten Run mit dem gelben Reifen zu überstehen. Wir fahren zur Erklärung auf Schwierigkeit 93. Wenn es zu einfach ist, werden wir dann ab Saudi-Arabien raufdrehen. Nächste Woche wird es dann auch losgehen. Warum ist das Rennen am Samstag heute? Das ist eine gute Frage.
die ich mir das selbst aus dem Off stelle. Es geht nämlich um den Ramadan, aber nicht, weil der Ramadan jetzt am Sonntag beginnt. Nein, es geht darum, dass in Saudi-Arabien der Ramadan am Sonntag, also am Rennsonntag von Saudi-Arabien startet der Ramadan am 9. März. Und weil man eben den Teams mehr Zeit geben wollte und nicht jetzt, keine Ahnung, von diesem Sonntag bis nächsten Woche Donnerstag zu hinreisen, hat man dann gesagt, man macht beide Rennen samstags, ist glaube ich auch nachvollziehbar und kann ich mir gut vorstellen, dass das viele von euch verstehen können. Es haben nur noch nicht alle davon gehört. Also seid nicht überrascht, wenn ihr am Sonntag euren Sender des Vertrauens einschaltet und dann auf einmal kein Formel 1 seht. Denn das Rennen wird bereits am Samstag um 16 Uhr stattfinden. Unser erster Run ist jetzt vorbei. Wir hatten zwei gute Sektoren. Der Mittelsektor war ein bisschen schwach. Er bringt uns aktuell mal mit dem gelben Satz auf den 5. Platz. Wird das reichen? Das ist die ganz, ganz große Frage. Können wir uns hier mit den gelben Reifen in Q1 durchmogeln? Ja, das kann ich euch noch nicht beantworten. Aber ja, ihr könnt gerne mal kostenlos abonnieren natürlich. Es hat gereicht. Es ist der 4. Platz geworden. Mit einem Run drauf konnte ich mich sogar... Ich war schneller mit dem gelben Reifen als mein Teamkollege. Also das finde ich dann schon ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Also Leute, wie schlecht seien's. Es gab da auch eine Diskussion natürlich wegen Sainzi und wegen Hamilton. Muss man aber auch sagen, die gingen da ziemlich professionell damit um. Aber Sainz sammelt schon ein bisschen aus, als ob der da sehr nachdenklich ist. Jetzt aber auch mit dem roten Reifen, ich traue den gelben nicht. Es kommen nur die Top 10 weiter und wir waren ja schon auf dem 5. Platz. Das bedeutet, wir müssen hier noch einmal eine Schippe drauflegen. Es sind 35%, 35% Rennen, die wir hier auch in unserer Mega-Season fahren werden. Ja, warum nicht 50%? Einerseits bringst du da sowieso keinen richtigen Content-Video zusammen. Denn wenn ich jetzt mit 50% Rennen fahre, muss ich da mindestens die Hälfte rausschneiden. Und das würde mir persönlich einfach nicht gefallen, wenn ich da alles rausschneiden müsste. Es geht in unseren ersten Run in Q2. Bro, bitte bleib. Dankeschön, bleib draußen. Richtung Turn 1. Ganz, ganz gut. Leicht hier an den Curb dran. Aber du musst ihn halt, darfst wirklich nur minimal berühren beim Rausbeschleunigen. Hier komme ich wirklich gut raus. Das war bis jetzt ein perfekter Run. Hier rauf ein bisschen den Körper mitnehmen, dann sich raustragen lassen, Track Limits natürlich beachten und Sektor 1 ist vorbei. Es blinkt Purple auf, aber nur ganz kurz, weil der Mann hinter mir verdammt schnell dran ist. Nein, da komme ich auf diesen Körper drauf, der leitet mich ein bisschen weiter. Aber ja, ein Red Bull verfolgt mich. Ich habe eine ganz, ganz minimale Ahnung, wer das sein könnte. Und der ist da tatsächlich schneller als wir, deutlich schneller als wir, denn er rückt mir gar nicht mehr aus dem Windschatten raus. Jo, das wird auf jeden Fall spannend. Der gönnt sich da natürlich extrem viel Windschatten. Ich frage mich auch, wo mein ERS hin ist. Ich habe im zweiten Sektor... Ach so, wisst ihr warum? Weil es mein zweiter Run ist, Leute. Es ist mein zweiter Run hier im Q2 und deswegen gibt es auch hier minimal ERS. Ich glaube auch, dass der Mann hinter mir sehr, sehr schnell sein wird. Und es ist Max Verstappen. Genau wie ich mir das Ganze gedacht habe. Ab in die letzte Kurve rein. Da ist der Exit verdammt wichtig. Der war super. Der war top. Da kommen wir auch ein bisschen weg. Ich befürchte jedoch, dass der Red Bull dennoch deutlich schneller war. Und so ist es auch. Wir sind zurück in der Box und müssen uns ja leider geschlagen geben. Wir sind mit 4/10 Rückstand hinter Sergio Perez. Jetzt nur mehr auf den 5. Platz. Wird das reichen? Ich hoffe es. Es muss reichen. Wir haben noch keinen Sektor in Purple, aber waren jetzt in allem minimal. Wir beenden das Ganze mal und gucken mal. Es hat ganz knapp gereicht. Das war der 6. Platz mit über einer knapp einer Sekunde. Das waren 954 Tausendstel. Das wird spannend, Leute. Ab ins Finale Q3 hier und wir müssen rausfahren. Und natürlich auch mit einem frischen Satz Reifen. Ich freue mich extrem. Wie gesagt, meine Predictions kommen jetzt. Ich denke mal, im Qualifying heute wird es ziemlich spannend werden. Es wird nämlich einen sehr, sehr engen Fight zwischen Ferrari und Mercedes geben. McLaren sehe ich nicht aktuell da vorne mit dabei. Ich denke mal, Verstappen wird sich Safety Pole holen. Also das ist für mich das Unspektakulärste. Doch der Kampf um Platz 2. Denn Perez scheint mir nicht auf dem Niveau zu sein, das man bräuchte, um mit einem Red Bull in Startreihe 1 zu fahren. Weswegen ich sehe
Ja, Charles Leclerc ganz knapp hinter Lewis Hamilton. Nach der heutigen Leistung, beziehungsweise nach der Leistung am Freitag, denke ich, Max Verstappen holt sich die Pole. Lewis Hamilton wird Zweiter und ein sehr, sehr starker Leclerc wird Dritter. Ich denke mal, den vierten Platz müssen sich dann Sainz und Perez ausmachen. Aber vielleicht deute ich auch die Zeichen des heutigen Trainings viel zu falsch und wir haben dann eine Basic-Startumstellung von Verstappen, Perez und Leclerc. Ich bin mir absolut unsicher, denn es ist ziemlich schwierig, das aktuell zu sehen. Eines ist glasklar, ein Red Bull wird auf Pole stehen und es wird nicht der von Sergio Perez sein. Unser erster Run war bis jetzt okay, ich war ein bisschen weit draußen in Turn 4, aber sonst bis jetzt alles optimal gelaufen. Hier runter, toller Exit, wir fahren Traktionskontrolle mittel und natürlich auch selbst schalten, selbst bremsen, ähnlich wie in unserer MyTeam-Karriere. Apropos, ich sagte, dass ein frischer Satz ist, nein, es ist der angefahrene Satz von Q2. Ich möchte mir nämlich einen Satz aufsparen. Ich weiß genau, dass in Bahrain vieles passieren kann und ein Safety Car und du hast keinen roten Reifen mehr. Das kann tatsächlich viele wertvolle Positionen kosten. Und mein erster Run ist eigentlich stabil. Wir fahren hier grüne Zeiten jetzt wieder hier den Berg rauf. Es ist nicht lila, das ist auch klar. Weil auch hinter mir ein Mercedes fährt. Ein Red Bull, beide Red Bulls. Also ich bin einer der Ersten, die hier generell eine Runde gezeichnet haben. Der Mercedes, glaube ich, ist noch auf seiner Outlap, oder? Glaube ich nicht. Doch, nein, Lewis war schon auf seiner schnellen Runde. 1:31.2. Das ist wirklich Maul, Lewis. Das ist wirklich schlecht, aber wir werden die nicht schlagen können. Wir positionieren uns mal auf den zweiten Platz. Das ist der sechste nach dem ersten Outing. Wir haben 6 Zehntel Rückstand und waren 1/1000stel schneller als Carlos Sainz. Yo, das kann interessant werden, wenn das jetzt schon so knapp zur Sache geht. Ich guck mal, seien sie schon draußen, aber alle kommen jetzt raus. Das bedeutet, wir müssen auch rausgehen. Passion ist groß. Vielleicht unsere erste Pole in der Mega-Season im ersten Rennen. Oder doch eher nur so dritte, vierte Startreihe. Das kann alles sein. Natürlich kann das alles sein. Sechster Platz sind wir aktuell. Es gibt nur einen, der nicht mehr fährt und das ist ein Aston Martin. Wir sind mittlerweile hier am Ende der Outlap angekommen. Apropos, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, denn der Mercedes da vor mir ist ganz, ganz nah dran. Eventuell gönnen uns die ein bisschen Tow. Der Aston ist gar nicht mehr rausgekommen. Wir gehen jetzt hier eine Minute vor Schluss über Start und Ziel. Und jetzt geht's wirklich los. Das ist der finale Run unseres ersten Qualifyings der Mega-Season. Turn 1, toll eingelenkt, wirklich. Da bin ich top rausgekommen auch. Also wirklich. Aktuell, jetzt mal läuft diese Runde wirklich unfassbar. Also da habe ich tatsächlich Angst vor mir selbst. Hoch hier den Berg, gut einlenken, weit raustreiben lassen. Ja, war jetzt nicht so extrem sauber, sollte dennoch für Purple in Sektor 1. Kein Lila. Es war kein Lila, weil ich die Kurve auch nicht richtig ausgefahren habe. Hier unten, da liegt einiges an Zeit, denn da kannst du wirklich sehr schnell Zeit gewinnen, aber auch sehr schnell Zeit verlieren. Jetzt geht es in Turn 9 und 10 und jetzt war es vorbei. Hier habe ich gerade eine wertvolle Position bzw. die Chance auf die Pole weggeworfen, Leute. Das kann nicht sein. Es war ein dummer Fehler, der hier nicht passieren hätte dürfen. Ja, immerhin noch ein paar Zehntel gefunden, denn mittlerweile nur noch 7. Platz. Das Qualifying ist mittlerweile beendet. 2 Zehntel haben wir hier knapp im Delta. Auch beim Rausbeschleunigen. Es läuft unrund das Auto. Ja, jetzt ist auch ein bisschen die Motivation weg. Wir hätten hier schon locker 3-4 Zehntel im Delta haben können. Aber ja, die letzte Kurve noch einmal sich zusammenreißen. Das reicht hier ja für den 5. Platz, sage ich. Also viel, viel mehr wird nicht sein. Gucken wir mal, wo wir starten werden. Und dann war es das auch schon mit dem Rennen. Es ist der 3. Platz. Ich muss sagen, ohne den Fehler wäre es noch viel, viel knapper gewesen mit der Spitze, aber ja, um ehrlich zu sein, brauche ich jetzt nicht. Ja, ich bin eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Es haben nur 15 gefehlt, Halleluja. Aber mir gern kostenlos den Channel, wie gesagt, schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und es wird auch morgen hier wieder weitergehen mit dem Mega-Season-Rennen hier direkt in Bahrain. Was tippt ihr? Wer wird sich heute die Pole sichern? Schreibt es in die Kommentare. Bis morgen, bis später, TikTok und ciao.